Der Vectra-Nachfolger kommt als Stufenhecklimousine daher. Und genau diese bis vor kurzem als Opa-Auto verschriene Form scheint hiermit ihr altes Image abzulegen. Der Insignia besticht mit einer aufregend sportlichen seitlichen Linienführung. Bei der Front dominiert der breite Kühlergrill und das große Opel-Emblem. Das Ganze garniert mit einer Chromspange und drei Querlamellen. Das Heck ist weniger aufregend. Es hat zwar Schwung, aber irgendwie kommt einem diese Form recht bekannt vor. So sieht der Innenraum aus. Erkennbar sind Holz, Chrom und Leder. Das Cockpit erstreckt sich über die Instrumententafel hinweg in einer geschlossenen Linienführung von Tür zu Tür. Die warme, rötliche Lichtstimmung soll es zukünftig in allen Opel-Modellen geben. Den Opel Insignia gibt es von Beginn an mit Front- oder Allradantrieb. 7 Motoren stehen dem Modellstart zur Verfügung, alle erfüllen die Euro 5 Abgasnorm. Die Palette der 4 Benziner reicht vom 4-Zylinder mit 110 PS bis zum 6-Zylinder mit 260 PS. Seine Weltpremiere feiert der neue Opel Insignia am 22. Juli auf der Londoner Motorshow.